Knossi. Also ich glaube, Knossi ist derjenige, wo ich als letzter gedacht habe, dass er einen Song rausbringt, obwohl es jetzt gar nicht so fern liegt. Ich meine, er hat ein Format mit Bushido gemacht, wo er sich sehr viele Songs angehört hat und so weiter. Er hat einfach seine eigene Meinung und präsentiert die, finde ich, auch relativ fair und gut. Hat hier und da, glaube ich, schon was mitgerappt, hat irgendwas auf Türkisch mal gerappt oder gesungen oder so. Dass er aber tatsächlich einen eigenen Song bringt, finde ich überraschend tatsächlich. Ich kenne ihn so an sich nicht wirklich. Ich habe ihn mal verfolgt auf Twitch, aber ich bin eher so der, ich brauche so entspannte Streams. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Aber eine Sache muss ich sagen, ich hatte Probleme mit Twitch. Er hat sich gemeldet, hat mir sofort seine WhatsApp-Nummer bla 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 gegeben und hat mir sofort seinen Twitch-Partner gegeben oder Twitch-Ansprechpartner, der mir direkt geholfen hat mit Twitch. Also eine Sache muss man definitiv sagen, Ehrenmann. Muss man ganz ehrlich sagen, absoluter Ehrenmann, zumindest menschlich, ne? Also da kann ich absolut gar nichts sagen. So, was haben wir denn hier? Knossi, Alge. Okay, Alge ist ja von seinen Slot-Spielen da so ein Bild, ne? Wofür so ein ziemlich, wie soll ich sagen, so ein ziemlich, eine Legende geworden ist. Produced ist das Ganze von Dasmo und Maniac Music. Oh, shit! Das sind die Produzenten von Finch Asozial? Okay, das ist, okay, jetzt hat mein Kopf Klick gemacht, ja, und jetzt weiß ich auch, auf was ich mich vorbereiten kann, in welche Musikrichtung das Ganze geht. Mastering ist wieder von HP Baxter, nein, natürlich nicht, aber HP Mastering. Text ist von Knossi und Curly. Curly kennen wir auch von Julian Bam. Cooler Typ, richtig cooler Typ, auch sehr sympathisch. Special Guests, alle möglichen Leute und Finch natürlich auch, wenn schon die Produzenten dabei sind. Okay, cool, dann sind die Atzen auch dabei. Eieieiei. Okay, wir bleiben drin, Leute. Wir bleiben drin. Let's go. Guten Abend. Was kann ich für dich tun? Ich brauche irgendwas, was mich richtig wegballert, Papa. Dieser Blick, Alter. Ich glaube, da habe ich was für dich. Der Ranzoomer gerade an dem Mund war ein bisschen awkward, ne? Da stand gerade Produktplatzierung, ne? Ist das Flim? Trink. Willst du mich vergiften oder was? Hab Vertrauen. Trink. What the fuck? Digga, der sieht halt einfach jetzt schon so zugeballert aus. Runter damit! Alter, wird er jetzt zum Hulk oder was? Alter, das ist ein richtiges Druffi-Lied. Oh, jetzt, boah, ich hatte bei dem Kappi-Song, hatte ich schon richtig Bock, feiern zu gehen, ne? Ich glaube, Knossi wird's nochmal abreißen. Ist das nur bei mir gerade so leise? Ist das nur bei mir gerade so leise? Warum ist das so leise? Windows, was hast du wieder gemacht? Krone auf dem Kopf. Und die Maus in der Hand, gönn mir nonstop. Im Internet ein Gott, wer regiert hier das Land? Alle wissen doch. Es ist der König, der Meister, der Chef. Eins in den Chat, eins in den Chat. Ey, also eine Sache muss ich jetzt schon sagen. Er hat eine sehr angenehme Stimme. Sehr angenehm. Und das Mädchen, das da im Hintergrund gesungen hat, auch sehr angenehm, harmonieren sehr gut, sehr gut. Okay, Alter, ich habe gerade die Atzen-Flashbacks, ne? Der Meister, der Chef. Eins in den Chat, eins, jawohl! In den Chat. 8000 Unterbrunnen, drei Jahre. Eins in den Chat, eins in den Chat. Alge. Alge.
Digga, ist das Big Room? Ich kenne mich mit diesen ganzen Dingens, wie heißt es, Subgenres von House einfach gar nicht mehr aus. So, ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass es so ein bisschen so nach den alten Martin Garrix Sachen so klingt. So, ja, Big Room, ne? Würde ich jetzt auch sagen, das ist Big Room House. Alter, richtig geil. Richtig geil. Ich will jetzt ins Bootshaus, Köln. Lass uns mal alle feiern gehen. Warte mal, den Typen da kenne ich doch auch. Oder nicht? Wer ist denn das? Den Typen, ist das nicht auch ein Streamer? Hat der nicht Borderlands gestreamt? Ich bin mir nicht sicher. Alter, ist das drauf. Ja, das ist ein richtiges Trophy-Lied. Geil. Richtig geil. Alge, Scheiße. Ah, das ist dieser DJ. Genau, ich erinnere mich. Da habe ich zugeguckt. Stimmt, da habe ich zugeguckt bei Knossi. Das war doch irgend so ein Contest auch. Und dann hat er da auf einmal so aufgelegt und so. Ne, der Typ war das. Ich habe den jetzt verwechselt, glaube ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, ja, hat Geld reingesteckt, ne? Ins Video. Okay, das Video ist halt echt strange, aber es passt mega gut. Vom Sound her mega clean. Sauber abgemischt, schön. Ich finde, seine Stimme passt mega gut. Es klingt nicht störend, ne? Es gibt ja so gewisse, so manche Leute, die einfach so eine Stimme haben, die einfach nicht musikalisch ist, sage ich jetzt einfach mal, ne? Da kann niemand was für, ne? Aber es klingt halt einfach nicht cool, finde ich. Und ich finde, er hat eine recht angenehme Stimme. Flosse, Drecksflosse, Alge, 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 Alge. Oh, Baby, es ist Knossi. Alge, 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 Alge. Scheißflosse, Drecksflosse, Alge, Alge, Alge. Bist du zu schwach? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Ey, haut der einfach alle seine Sprüche so hintereinander raus? Ja, da haben wir sie, ne? Die Atzen Manny, Mark und Dingster, Bumster. Verdammt, Alter, das ist eine geile Zeit gewesen, ne? Das war eine geile Zeit, als diese Mucke lief und hier, wie hießen sie, LMFAO, ja, Frauenarzt, genau, richtig, LMFAO hier mit ihren Songs, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, ne? War eine geile Zeit, muss man mal einfach sagen, es war so eine richtige Malle-Zeit, muss man so unterschreiben, ne, das war eine Malle-Zeit, das Lied will ich auf Malle hören. Bin ich zu laut, bist du zu schwach, wir bleiben drin. Alge. Boah, könnt ihr mir nicht vorher sagen, dass das sowas wird, Alter? Hätte ich mir erstmal auch meinen Hendrix aufgemacht. Mann, was kommen jetzt für Party-Songs neuerdings raus? Okay, wir haben einen kleinen Unterschied. Zumindest ist hier noch ein Synth, der mir vielleicht vorher nicht aufgefallen ist. Der so ein bisschen wie eine Stimme klingt, wie so eine Voice. Ist aber, glaube ich, ein Synthi, ne? Neben diesem typischen Big Room. Dieses passt aber geil rein. Ich finde auch, Finch Asozial ist so irgendwie einer der sympathischsten im Game, ne? Der einfach so, ich finde, er ist so der Apache des alternativen House Raps, nee, Hardcore Techno-Rap, ne, keine Ahnung. Aber ich finde, er ist auch so ein Charakter einfach, ne, so ein Charakter irgendwie. Ich finde, so ein Finch asozial kann man irgendwie auch nicht wirklich haten, ne. Also, würde ich zumindest nicht verstehen. Bin ich zu laut, dann bist du zu schwach. Bunker auf. Wir gehen rein und wir bleiben drin. In Englisch, I'm the King. Es ist der König, der Meister, der Chef. Ach, bin ich dumm, Alter. Jetzt verstehe ich auch, warum er das Getränk am Anfang getrunken hat und dann grüne Augen hatte, wegen Alge. Das war halt irgendein Algendrink. Oh, bin ich blöd, Alter. Das ist doch das Thema. Eins in den Chat, eins in den Chat. 8000 Unterbrunnen, drei Agenten. Eins in den Chat, eins in den Chat. Alge. Thank you.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Song hat halt leider das, oder was heißt leider, aber dieser Song hat das, was bei Kapi mir gefehlt hat, etwas, was mir so richtig dumm, also wirklich so richtig primitiv im Kopf bleibt. Nämlich dieses Eins in den Chat, Eins in den Chat, Alge, bum, bum. Ne, das bleibt einfach, bei dem Kapi-Ding, ich habe halt leider nichts verstanden. Das war mein Problem, ne. Was hat das mit Rap zu tun? Ja, wie Kolle sagen würde, ne? Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Aber wer sagt überhaupt, dass Knossi was mit Rap zu tun hat? Niemand. Alge, 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 Alge. Scheißflosse, Drecksflosse. Alge, 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 Alge. Oh, Baby, es ist Knossi. Alge, 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 Alge. Scheißflosse, Drecksflosse. Alge, Alge, Alge. Ich frag mich gerade, also der Text ist ja von Knossi und Curly. Ich frage mich halt, was musste da Curly helfen? So, im Endeffekt sind das doch alles nur Sprüche von ihm, oder? Also, keine Ahnung. Alge, Alge, oh Baby, es ist Knossi. Bin ich zu laut, bist du zu schwach. Bin ich zu laut, bist du... Ich dachte, jetzt verarscht er so ein bisschen die Katja-Videos. Das hätte ich richtig lustig gefunden, ne? Wenn er irgendwie sowas nachgestellt hat. Aber das Ding ist, Knossi ist für mich wie die Schweiz. Ne? Ich glaube, der eckt mit niemandem an. Der wird auch niemals so sich über jemanden lustig machen oder so, glaube ich. Bist du zu schwach? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Ist das der gute Versace-Bademantel? Da ist er. Das ist er. Ja. Das ist, das, ja, das muss sein. Das ist ihm würdig, sag ich mal. Wir bleiben drin! Geil. Alge. Okay, jetzt haben wir drei Elemente im Drop. Jetzt haben wir nicht, ganz am Anfang war dieses Big Room-Ding so relativ leer, sag ich mal. Danach kam dieser Synth, der wie so eine Stimme klang. Und jetzt ist halt noch ein Synth drin. Alge. Hört ihr das? Bam, bam, bam. Wap, wap, wap. So ein bisschen. So, wap, 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 wap. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal eins. Also auch da kann man nicht sagen, da ist keine Abwechslung im Beat, ne? Also die Jungs wissen, was sie tun. Alge. Ach komm, ohne Scheiß, sowas ist unhatebar. Es ist unhatebar. Der Typ kann einfach machen, was er möchte. Der Typ kann einfach machen, was er will und hat Spaß daran. Der hat wirklich einfach Spaß daran. Mutter, geh bitte jetzt raus an die frische Luft. Knossi, wir bleiben drin. Mach dich aus meiner Leitung, du Birne. Wir bleiben drin. Ach, ich liebe die Kommentare in letzter Zeit, ne? Das ist einfach. Arbeitgeber, was hören Sie privat eigentlich für Musik? Es ist kompliziert, aber wir bleiben drin. Alge. Ach, hat mich unterhalten. Hat er gut gemacht.